Dieser junge Herr hat einen YouTube-Channel mit über 160.000 Abonnenten. Und ich habe mir seine Videos angeschaut und er redet nicht nur, er labert nicht nur, ich wollte es gar nicht sagen, aber er labert nicht nur, sondern man sieht tatsächlich in der Praxis, wie all diese Theorien tatsächlich Anwendung findet und funktioniert. Das ist faszinierend. Aber nicht nur das, er ist auch Online-Unternehmer und vor allen Dingen ist er bekannt für seine präzisen Produktlaunches. Und diese präzisen Produktlaunches sind nämlich durch ihre Ausführungen und Vermarktungen haben sie zu immensen Umsätzen geführt. Deswegen bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Er ist unter dem Synonym, das ist ein scheiß Wort, RSD Max bekannt. Das RSD, ja, steht für Real Social Dynamics. Und hier ist er, Max Berger. Hi, servus. Jo, was geht ab? Ja, vielleicht erzählst du, wer du bist, was du machst. Mein Name ist Maximilian Berger, also known as RSD Max. Ich habe eine Dating Company, bin der weltweit erfolgreichste Dating Coach im Natural Game Bereich, wie man es so nennt. Habe die Welt dreimal turniert und bin jetzt hier heute in, wo sind wir? Capitol in Frankfurt. Frankfurt. Ja, vielleicht erwähnst du mal, wie hast du, welche Schritte bist du gegangen, weil du machst ja eigentlich Online-Marketing, also genau. du kennst ja das klassische Offline-Marketing nicht, du verdienst dein Geld hauptsächlich mit Online-Marketing. Richtig. Komplett online. Ja, also bei mir war es so, dass ich ganz am Anfang, ich wollte Coach sein, ich fand halt die Idee sehr cool, dass ich mit einem Klienten jetzt in eine Bar gehe und so weiter, mit dem Mädels anspreche und so weiter, das fand ich halt eine coole Art von Arbeit, so habe ich damals angefangen und ich habe es alles gratis gemacht. Ich habe einfach gesagt, hey, hier sind ein paar von meinen Erfolgsstories in einem Forum. Ja? Wenn jemand mit mir rausgehen möchte, kann er das gerne machen. Dann haben Leute angefangen, mich dazu bezahlen. Ich hatte keine Ahnung von Offline-Business oder irgendwas. Mich haben Leute angefangen zu bezahlen. Und ich habe dann gesagt, hey, wenn das so geht von dem Forum, dann sollte ich doch einfach YouTube-Videos machen. Ich habe dann auf YouTube meinen Kanal aufgebaut, habe mittlerweile 161.000 Subscriber. Dasselbe dann für Instagram, Facebook, Snapchat, Instagram Stories. Ich habe mir einfach gedacht, na gut, wenn ich in einem Forum poste und 50 Leute meinen Forum lesen, wenn ich auf Social Media bin, dann habe ich ein paar tausend Leute Reach. Und somit hat sich dann auch immer mehr ergeben und ich hatte dann weniger und weniger Bock zu coachen, weil es zu viel geworden ist zu mir. Und ich habe dann gesagt, na pass auf, statt jetzt hier zu stehen und mit einer Person zu reden, die mich dafür bezahlt, spreche einfach in eine Kamera. Und damit kann ich quasi skalieren und mehr und mehr Leute können dann diese Videos kaufen, diese Coachings, diese Online-Seminare. Du hast dich praktisch geklont, kann man sagen. Ich habe mich geklont, genau so, ja. Genau. Ich habe es selber skaliert und mittlerweile ist es halt so, ich gehe auf Urlaub, ich komme wieder und habe mehr Geld, als ich vorher hatte, einfach weil sich in der Zwischenzeit Leute meine Online-Produkte gekauft haben. Okay, und wie kann ich mir das vorstellen? Du hast einen Online-Kurs, der in Videos dann aufgestückt ist. Mhm. Ja, jeder Mitglied kriegt dann praktisch Zugang und kann sich das alles angucken und das selbstständig dann lernen, richtig? Richtig, genau so ist es. Ich habe mehrere Online-Produkte, die mit verschiedenen Themen, also ein Online-Produkt ist zum Beispiel Ansprechangst, das andere Online-Produkt ist einfach nur Game, also Flirtkunst und jeder, der sich das kauft, kriegt dann sofort Zugang zu meinen Members-Area, die haben dann eigenes Passwort und so weiter und können sich dort dann den Kurs durcharbeiten und jedes Video hat einen Call to Action am Ende, also sie lernen jetzt, oh, in diesem Video lernst du, wie du humorvoll bist, ja, hier, Punkt, 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 Punkt und jetzt geh raus und nimm diese Punkte und send sie und praktiziere sie, ja. Das Tolle an einem Online-Kurs ist, du kannst nicht nur einem Menschen helfen, du kannst mehrere Menschen helfen. Richtig. Tausende, Millionen von Menschen kannst du dabei helfen mit deinem Online-Coaching-Programm. Und das ist ja, ich sag mal, es befindet sich all dieses Thema befindet sich doch am Anfang. Und würdest du sagen, man könnte sowas auch in anderen Branchen umsetzen, klar, zum Beispiel im Immobilienbereich oder Finanzwesen oder vielleicht auch ganz anderen Offline-Bereichen? Zu 100%. Also
was macht man in der Schule? Was macht man, wenn man ein Seminar besucht? Man geht hin, man ist still, man hört zu und dann hat man am Ende ein paar Aufgaben, die man umsetzen muss. Das ist genauso gut, online zu machen. Und was du vorher gesagt hast, das resoniert auch sehr gut mit mir, weil ich hatte immer das Gefühl, okay, ich reise durch die USA, ich reise durch die großen Städte Europas, aber dann sind Leute, die in einem Dorf in der Ukraine wohnen und die gerne hätten, dass ich ein Seminar für sie gebe, weißt du? Und deswegen ist es online halt gut, weil damit kannst du diesen Leuten auch helfen. Weißt du, ich kann jetzt einen Typen, der in Australien wohnt, helfen und er muss sich einfach nur das Programm reinziehen online. Und man trifft halt ganz viele Leute und ich habe auch das Gefühl, dass viele Leute noch davor abscheuen, im Internet sowas zu machen. Aber man kann alles coachen. Solange du irgendwo ein Wissen hast, kannst du es monetarisieren, dir eine Marke drüber aufbauen und kannst damit dir ein Leben aufbauen. Okay. Wie sind die konkreten Schritte? Ich sag mal, du brauchst jetzt natürlich für diesen Prozess brauchst du eine Website. Ja. Dann eine Sales Page sozusagen. Also ganz ehrlich, ich würde anfangen mit einer Marke zuerst aufbauen. Leute unterschätzen die Macht einer Marke. Leute wollen sofort Kohle einschaffen und das ist völlig okay so, aber solange du eine Marke hast, wirst du immer Leute haben, die dir ihre Ohren geben, ja? die dir ihre Aufmerksamkeit geben. Das heißt, ich würde anfangen mit einem YouTube-Channel, dann kann man sich an einem Tag aufsetzen, man kann das erste Video rausballern, gleichzeitig auf Instagram und Facebook zu sein. Diese drei Plattformen sind so gut dafür und dann, man kann sich irrsinnig leicht eine Sales-Page aufbauen lassen. Also man kann, es gibt viele Freelancer da draußen, wo man einfach sagt, pass auf, hier ist meine Marke, hier ist, was ich verkaufen möchte, hier ist der Preispunkt, bau mir das auf und die werden dann entweder, kann man sie mit einmalig bezahlen oder man bezahlt sie sogar ein Commission. Jetzt sagt man, pass auf, setz einen guten Funnel für mich auf, du kriegst 10% davon. Das heißt, du zahlst nicht mal Geld dafür, wenn du kein Geld reinbekommst. Und also es ist, Leute glauben, sie müssen programmieren können und Webseiten aufbauen. Nee, du brauchst ein Handy, ein iPhone, Samsung, was auch immer, mit einer halbwegs guten Kamera, baller dich auf YouTube, baller dich auf Instagram, solange du was zu sagen hast, wo du sagst, hey, ich habe eine Expertise oder ich bin zumindest besser als 80% der Leute in diesem einen Feld, bau dir eine Marke auf. Okay, das heißt, deine Empfehlung ist erstmal Brand aufbauen, also sich als Marke etablieren, indem man zum Beispiel mit YouTube anfängt, dann das Ganze erstmal eine Webseite aufbaut, eine Verkaufsseite, dann einen Memberbereich, oder? Ja, richtig. Ein Memberbereich und wenn dieser Prozess steht, also man baut hier mit der Zielgruppe erstmal Vertrauen über YouTube zum Beispiel. Richtig. So, dann haben wir die Möglichkeit über Werbeanzeigen, oder? Hast du die Erfahrung auch gemacht mit Werbeanzeigen? Aber später. Ich hatte 3 Jahre lang schon meine Firma, ich hatte 3 Jahre lang schon Kohle geschöpft, habe dann erst mit Facebook Ads angefangen und mit YouTube Pre-Rolls. Davor war alles organisch. Okay. Würdest du einfach diesen Schritt vielleicht oder diesen Weg verkürzen, indem du sagst, okay, ich möchte jetzt, weil ich habe im Offline-Marketing oder im Offline-Bereich bin ich erfolgreich, möchte aber das Ganze jetzt ins Online transformieren, würdest du vielleicht eher den Weg empfehlen, weil YouTube hier mittlerweile sehr gesättigt ist einfach, den Weg empfehlen, dass du sagst, man würde von Anfang an in Werbeanzeigen investieren? Ja, also das ist sicher etwas, was ich viel zu spät investiert habe. Und ich hätte es viel früher angefangen. Also Werbeanzeigen, die sind immer noch so, die verkaufen sich für viel weniger, als sie eigentlich wert sind. YouTube-Ads, Facebook-Ads sind so viel günstiger als der Wert, den sie dir reinbringen, weil es die Leute noch nicht kennen. Also ganz klar, natürlich, baller dir diese Ads rein, so viel es geht. Alles klar. Vielleicht sagst du noch deinen YouTube-Kanal, den würde ich natürlich unten im Video dann reinsetzen. Gerne. RSD Max oder RSD Max auf Englisch. Das gibst du ein, dann siehst du eh schon meinen Kanal. Selbiges auf Instagram, selbiges auf Facebook. Alles klar, ich danke dir vielmals. Dankeschön. Und wir sehen uns wieder. Bis dann. Wenn dir der Inhalt dieses Videos gefallen hat, dann schreibe ein Feedback in die Kommentare und teile dieses Video zum Beispiel bei Facebook, um auch anderen mit positiven Impulsen zu helfen. Wie du in diesem Video erfahren hast, verhilft Internetmarketing Unternehmen wie dir zum nächsten Erfolg. Hier ist nicht nur eine smarte Strategie erforderlich, sondern auch, dass man die richtigen Werkzeuge einsetzt. Ich habe dazu einen kostenlosen Report über die 7 wichtigsten Tools, welche jeder Unternehmer kennen sollte, erstellt. Unter diesem Video habe ich dir einen Link dafür zur Verfügung gestellt. Trage dazu deine E-Mail-Adresse ein, damit ich dir meinen Gratis-Report zusenden kann. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Bis dahin, dein Seftalin Stojanov.